Dann sind ein paar ganz interessante Geschichten so an mir vorbeigeschwommen. Wenn wir so von Erziehung sprechen, dann ist das Wort ziehen drin. Und was man nicht erziehen kann, das muss man dann erdrücken. Und wenn man den Menschen vielleicht einfach nur werden lässt, weil unser Birthday ist ja auch ein Earth Day. Wir schreiben ihn nur fälschlicherweise. Es ist der Tag unserer Menschwerdung. Da ist die Erdung drin und das Werden. Und Johann Wolfgang von Goethe hat mir gesagt, das ist eine Tragik mit der Menschheit. Alle wollen etwas sein, aber keiner will was werden. Und wenn wir aufhören zu ziehen und zu drücken, könnten wir möglicherweise beobachten, wie einfach Menschen werden, was sie sind. Und wenn ich werde, was ich bin, und nicht 50 Jahre brauchen wir eh dazu, spart man sich möglicherweise sehr viele Umwege, die zwar die Ortskenntnis erhöhen, aber sehr viel zu Krankheit und Aggressivität und Verirrtheit und Trauer und Wut und Hochmut und Ego und Hirnwichserei führen. Und ich bin sehr froh, in dieser Zeit mit euch eins zu sein oder mit so einem Menschen zeitgleich, sprachgleich, fast ortsgleich da sein zu dürfen, um das Ganze auch ein bisschen zu geleiten, zu begleiten, weil werden tut's eh. Das merkt man von allen Seiten her. Und deshalb auch nochmal ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, würde ich euch gerne ein Lied mit auf die Pause gehen oder geben oder aufs Klo oder zum Standl, das mir vorgestern eingefallen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes eingefallen, also zugefallen, weil ich mache ja immer so Workshops, so Halbtagesworkshops zu verschiedenen Themen, und am Samstag war der Workshop Wollen können ist auch können wollen. Also wir wollen ja immer recht viel und wissen eigentlich nicht, was das Wollen mit uns tut. Und wenn das Wollen dann weg ist, weil wir es haben, dann müssen wir was Neues wollen, weil das Gefühl des Wollens und möglicherweise Habens so geil ist, dass wir auch die Enttäuschung mit in Kauf nehmen, wenn es oft nicht so wird, wie wir es wollen. Und da ist so ein Liedl zu mir gekommen. Ich weiß schon, das ist ein bisschen was fürs, vor ein bisschen Achterbahn auf dem Hirnrindel. Aber das ist schon ganz witzig. Und da ist ein Lied zu mir gekommen. Und die Lieder kommen wirklich zu mir, darum habe ich es dann auch textal dabei. Und falls ich jetzt da irgendwann einen Verleifer drin habe, ich habe es erst am Samstag einmal gesungen und heute Nachmittag kurz durch, weil das ist dann da, dann haben zwei Sätze da, dann lege ich Gitarre weg, setze mir einen Computer, schreibe das runter, druck's aus, heft's ein und dann ist fertig. Aber natürlich noch nicht studioreif. Ja, und das Lied heißt Ich will so viel. Ist im Prinzip auch ein praktisches Beispiel, ein akustisches Beispiel dafür, wie man erzogen wird, Dinge zu wollen, weil wir wissen ja alle, ein glücklicher Mensch konsumiert nicht. Das ist nämlich eine Form des Ententums. Der Axel hat es jetzt gerade so schön genannt, wir werden zu Bürgern gemacht oder auch zu Enten. Zum Beispiel Konsumenten, Dierigenten, Abiturienten, Studenten. Ja, ja, also da muss man mal so schauen. In Bayern drüben sind es übrigens Anden. Da geht schon bei den Ministeranden an. Ich will so viel. Ja, ich will so viel. Ja, ich will so viel. Ja, ich will. Ja, ich will, dass ich glücklich bin. Ja, ich will. Ja, ich will, dass ich mich selber fühl. Dann bin ich ich. Dann bin ich ich. Dann bin ich ich. Wenn ich was seh, was ich gern hätt, egal ob echt, Hauptsache ich möcht. Das will ich haben,
Das muss ich gleich, das muss ich haben, im Hirnkassel nein. Ganz wurscht, was ist, sogar der Mist, ich muss gleich haben. Dann hab ich mehr, 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 was Leute sagen. Das muss jetzt her, das muss jetzt her. Egal, ich hab ein großes, großes Regal. Ja, ich will, ja, ich will. Ja, ich will so gern so viel. Ja, ich will, ja, ich will. Ja, ich will, dass ich glücklich bin. Ja, ich will, ja, ich will. Ja, ich will ein besseres Gefühl. Da bin ich, dann bin ich. Ja, ja, ich will nur mich. Wenn ich was hab, dann brauch ich's nicht. Was tu ich tun? Es ist mir zu blöd. Was soll ich tun mit dem ganzen Zeug? Es ist mir allein, ich brauch was Neues. Ich bin so kurzsichtig, ich seh das von da nicht, gell? Das habt ihr euch schon gedacht. Ich muss alles haben, sonst geht's in Grum. Man spannt's am Ende, das Hirnkastel brennt. Weil die Leute das sagen, muss ich das haben. Besitzlos sein, das ist der Trend. Oh, oh, ja, ich will. Ja, ich will, ja, ich will, doch nur mein Gefühl. Ja, ich will, ja, ich will, ich will nur, dass ich glücklich bin. Ja, ich will, ja, ich will, ja, ich will, dass ich glücklich bin. Dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich, und das mag ich. Und das mag ich. Und das mag ich. Nächstes Mal nehmen wir mal Brüllen mit. Und wenn dann vom linken Augenbohr mit dem linken besser sehe, auch nur das schwarze Ding genau da davor ist, das ist fantastisch, gell? Aber es sagt ja nicht umsonst schon Eckhard Tolle und vor allem das auch schon viel gesagt, blamier dich jeden Tag ein wenig, das mag dein Ego nicht und ist unheimlich gut für die Seele.